zwischen die anderen. Oh, meine Post. Kriegst nachher. Hallo? Herpo? Andre? Oh. Dr. Winker? Schaumann, Post ist Gilione. Da. Hey, Kinder, kommt vor. Post ist da. Herpo? Gilione? Uno, due. Für mich. Norman, Post ist da. Gilione? Ah, drei, bene, bene. Post. Für mich. Bertel. Gilione. Wow, uno, due, tre, Winkler. Quattro. Post. Oh. Gilione. Ah, bellissimo. Wieder kein Brief für Norman. Der arme Kerl. Der wird noch ganz schwermütig. Nachgefüllt. Menschenskind. Das ist ja Wasser. Hey, Wacho. Was ist in der Kanne drin? Unmöglich. Das ist ja Wasser. Was ist mit den anderen Kannen? Was? Einer einfach. Kommst du denn her? Ah. Frau Professor! Petroleum! Petroleum! Bravissima! Sie haben eine mit dem Petroleum erfahren, Frau Professor! Eine ganz lange Geschichte. Ja, und wieso bist du denn Kuli geworden? Moment, das werde ich euch alles erzählen.
mal herkommen. Bertel. Hans. Gilione. Dr. Winkler. Jimmy. André. Norman. Ich kann nicht. Kameraden, wir schieben jetzt das letzte Hochlager auf 7000 Meter vor. Von dort packen wir den goldenen Thron über den Ostgrat an. Da geht's ums Ganze. Aber wenn wir weiter fest zusammenhalten, werden wir es schon schaffen. Salam. Salam. Post ist da. Ist der Post da? Ja, okay. Ich guck nicht, bei mir was dabei. Ein Brief für Norman. Na Gott sei Dank. Also Winkler, Gilione, Norman, Jimmy. Ich habe zwei. Ich scheine wieder nichts zu kriegen. Ach, erst für mich. Bertel. Dankeschön. Norman. André. Post. Norman, ein Brief. Ein Brief für Sie. Dann nehmen Sie ihn doch. Der Norman macht mir große Sorge. Aber wir starten jetzt. Also, du weißt, wir können jetzt nur für 48 Stunden Proviant mitnehmen. Spätestens am dritten Tage musst du nachschieben. Wozu denn das? Naja, für den Notfall. Jetzt weiß ich, dass er besiegbar ist.